Boop. Aber irgendjemand hat was mit Booster im Namen. Wir haben verloren. Oh shit. Ich Hello. Booster. Oh oh. Oh, zwei sogar. Booster gegen Booster. Italienischer Service gegen einen, Vielleicht mal nachgucken. Are you guys boosting? Let's go, let's go. Keiner redet mit uns. Okay, oh Gott. Ich glaube, wir sind ziemlich, Yes. Gleich dreht er sich, gleich dreht er sich. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby. Boah, hier nails noch real. Wo waren die Bomben? Banane einer. Und CT. Push vor Banane. Banane down. CT letzter. Ich lege. Muss Construction sein. Muss Construction sein. Construction. Ja, Construction. Oh, nice, Mann. So gut, Mann. So gut. Da. Ja, so. Hi. Puh. Hi, erstmal Green Freeman. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Wie geht's dir? Mir geht's super. Guck mal, willst du mal eine 80-Euro-Waffe sehen? Ja. Hier, mach keine Trade-Up-Contracts. Nee. Ich brauch übrigens einen Drop. Hier, nehmt ihr den. Danke. Ja, Trade-Up. Ja. Viel zu viele Kisten in meinem Leben geöffnet. Man kann ja tatsächlich sehen, wie viel Geld man in Counter-Strike ausgegeben hat. Mhm. Sollte man nicht machen. Das will man nicht sehen. Sollte man nicht machen. Das sind so Sachen, die man nicht sehen möchte. Wir sind auch etwas mehr als 1000. Also. Und dann habe ich nur Inventar, was bei 400 Euro ist. Also, das lohnt sich nicht. Achso, das ist wirklich extrem cool. Okay, ich hätte. Keiner auf dem Astro drauf? Nee. Hm, scheinbar nicht. Glaube aber. Library kommt das. Power. Oh. Einer im Graveyard gescheckt irgendwie? Ich guck mal. Graveyard frei. Naja, okay. Wobei hier zwischen vielleicht. War doch. Ein Terror. Ich hab den sogar angeschossen. Oh wow, der war Dingens, ne? Der war Biblio, oder? Ja, der war Biblio. Ja, hab ich dir getroffen mit Smoke, nice. Sweet. So, Green Treeman, erzähl doch mal von den Munda 7 Aufnahmen und Boosting Service, den du bezahlt hast, damit du in die Aufnahme reinkommst. Ja, das war vor, ich glaube, gut einem Jahr oder so. Ja. Und da hast du gestreamt. Ich muss gerade konzentrieren, in der Mitte ist lang einer. Der ist low, Alter. Der ist so low, Mann. Noch einer rechts. Nee, war er tot. Jedenfalls, ja, und dann hat die halt gestreamt und ich dachte so, ah, oh, guck mal, da hast du eine AK-7. Brauchst du nicht? Schenkst du die doch mal hinterher. Der hat, also als ich. Ich hab irgendwie geschrieben, edit mich mal und dann kann ich euch die rüber traden oder so. Wobei es ja auch anders gegangen wäre, ne? Aber man muss ja wissen, wie man es macht. Wow, really, Alter? Hast du so einen richtig miesen Trick ausgenutzt, damit auch meine. Nein, habe ich nicht, aber ich wollte euch die halt irgendwie spenden. Ich wusste aber nicht, wie es geht, weil ich hatte noch nicht so viel Erfahrung im Traden. Jetzt weiß ich, dass es auch anders gegangen wäre, aber damals wusste ich es halt nicht. Und du meinst dann aber, nee, du brauchst die nicht, aber Jockel, der hat noch nicht so viel. Stimmt. Der braucht es noch. Und dann habe ich Jockel dann in der Freundesliste gehabt irgendwie und habe ihn darüber getradet. Und ja, irgendwann hat mich Jockel dann, keine Ahnung, einen Monat später oder so, hat mich Jockel dann mal eingeladen. Da hatten wir eine Runde auf Mirage gespielt und da hatten wir, glaube ich, sogar mehrere. Ich glaube, da haben wir insgesamt 3 Runden gespielt. Und ja, dann wurde ich nach der ersten Runde, als ich mich dann quasi als normaler Mensch gewiesen hatte, dann aufs TS geholt und ja. Wow. Also sollst eigentlich nur eine kurze Geschichte erzählen, ne? Was jetzt ja eine Lebensgeschichte so erzählt. Du hast eine ganze Runde lang gelebt. Ja, wow, eine komplette plus Runde. Bombe. Ja, plus Bombe, Mann. Da.
Wir spielen übrigens gerade mit Miles Murph, weil immer wenn wir mit Miles Global anmelden, dann kriegen wir nur Hacker. Das ist echt krass. Ja, Matchmaking ist irgendwie immer noch ätzend mit den Hackern. Ich habe bis jetzt die Erfahrung so gemacht, dass wenn ich Global Solo Queue spiele, das noch einigermaßen funktioniert. Ja? Aber als 5 Mann dann nicht mehr. Aber sobald du 2 Mann Queue drinne bist, ist vorbei. Ja. Scheiße. Na, dann mich gebumst, ey. So. Dann holen wir mal die Runde noch, ne? Da kann ein Problem sein. Jetzt hast du eine Hälfte der Runde geredet. Mitte. Fuck, einer ist One-Sentex. Behind you, behind you. Und unten Banane ist auch einer. Ja, mach ich mit Mitte. Oh, Gott. Da krieg ich jetzt in das Brett. Aber das ist so typisch, ne? Kennst mich ja. Also, ja. Ich sterbe ausschließlich durch so lustige Bretter immer. Besonders in der Pistolenrunde. So, ja. Na, kaufen können wir. Ich hol mir mal einen. Nee, hol ich nicht. Versuche mich manchmal ja schon immer so undercover sneaky so als letzter in der Pistolenrunde immer rumzuschleichen und dann krieg ich trotzdem so ein Brett. Als wenn du nicht jede Runde immer rumschleichen würdest. Vielleicht. Ich bin auf jeden Fall mega defensiv, die haben schon Respekt für uns. Warte mal, ich mach mal hier Prefire auf du. Hier war keiner. Okay. Du meinst Pick? On Spot auf jeden Fall. Sandbags clear. Ich smoke mal CT, vielleicht rotieren die ja dann schon, dann können wir ein bisschen rumtricksen. Oh, da kommt ein Flash. Einer ist oben auf dem Kabeltrommel. Wenn er sich zeigt, kriegt er einen Headshot. Mal gucken. Ja, da ist immer noch ein Kabeltrommel. Unten aber jetzt. Lenk den mal ab hier. Komm. Schön. Oh, da ist noch ein Anspot. Ja, komm mit. Und CT rotiert schon. CT rotiert schon. Deswegen. Zwei, die müssten beide gehen. Bin ich sicher. Einer kommt nicht CT, könnte lang. Komm. Jetzt mal bitte mit der. Ja, hier ist Short. Der hält Short noch, der aimt ab. In Richtung Mitte. Der müsste aber Short kommen. Ja, der kommt Short. Einer könnte auch vielleicht erfahren. Der ist schon, ja, nice. Weiß nicht, der andere ist vielleicht von unten irgendwo. Bis ich den Ausgab! Wow, Alter! Oder der Camp teast erst mal 14. 100! Ich hab heute eine Runde gespielt, der hat einen Global drin, der natürlich nichts konnte. Keine Ahnung, immer wenn wir mit Global spielen, dann. Also ich. Können die nichts? Booster Globals. Ja, irgendwie so. Und dementsprechend hatten wir halt dann für diesen einen, den wir hatten, 3. War drei? Natürlich toll. 3 Global Elites. Achso. Also alle Supreme und ein Global Elite und dann gegen 3 Global Elites, ein Supreme und ein Elite. Also ich hatte mit Mayo ein Game gespielt auf Mirage. Gegen so ein Mixteam aus Doppel-AKs, DMGs, LEMs und einen Unranked-Typen. Und der Unranked-Typ hat 5 Spielstunden gehabt. Und ja, muss ich nicht mehr viel zu sagen, oder? Der hat gedrückt wie Freiburg. Nee, besser. Aber, also war so auch ein Global-Elite. Naja, war halt unranked der Typ, ne? Weil der übelste Boosting-Service-Account. Ja, keine Ahnung, es gibt halt so Leute auf Global-Elite, die zerstören dich einfach richtig. Die spielen Latin und zerstören dich einfach so krass. Und dann gibt's halt Leute auf Global-Elite, die spielen schlechter als Frost. So, vom Gefühl her irgendwie. Warte mal, ich kann nicht hier über die Smoke boosten. Ne, ja, ist so schön. Oh lol, okay, ja, da. Ja, so viel dazu. Fast. Also einer ist noch confirmed auf dem B. Wow, ich hab das getan. Ups. Wow. Kann nur einer auf A sein.
fuck, sein Turn. War so drauf. What the fuck? Short mit Under. Ja, die sind nett. Der war Mitte. Wo ist denn die Bombe da? Mitte. Das ist links. Und Bananen. Das war. Fuck, schon da vor mir auf einmal. Ich dachte, da wäre alles so clear. Wer. Muss ich kommen. Ah, ich hol mir Kevlar. Jetzt haben wir so mit Maya und plötzlich einen Orb in der Hand hat. Never go Echo! Ja, wenn er stirbt. Nice. Dann hol ich mir die Waffe von dem. Decoy. Nice one. Die sind auch richtig schlecht auf Beginn. Die sind aber schon rotieren. Einer ist in den Ruins. One Ruins. Mit einer M4. Schön. Richtig gut. Ich bin wieder so ein bisschen mit der AWP angefreundet. Bist du jetzt wieder ein AWP-Freund geworden? Ja. Das freut mich immer. Lange gedauert, mich da wieder einzugewöhnen. Kann man tauschen, ich nehme die M4. Ich will mal ein bisschen M4-1 spielen. Jetzt wo Freiburg auch wieder umgestiegen ist, probieren wir es einmal aus. Ach, ich finde die besser, also sie ist nicht... Ich weiß nicht. Ist halt ultra präzise, ne? Du klickst ja, und genau. Du triffst. Bei der M4-4 und bei der... Naja, bei der AK ist noch ganz anderes Thema, bei der M4-4. Du klickst und irgendwo fliegen die Kugeln hin und wieder zielgerecht, hin und wieder nicht. Oh, Alter. Wow, kein Ding im Kill. Banane Klaus. Help. Oh, sorry. Oh. Ich hab's aber auch mit dem Typen. Alter, hier. Nicht wahr, was wow. Mit dem los ist. 45. Both Banane. Both Banane. One out. Einer ist bitte schon durch, oder? Nee. Und jetzt kommt Schaut gleich Klaus durch, das noch wahrscheinlich. Aber lange nicht helfen, doch. Mhm. Ja. Ist der es wahrscheinlich? It is going to explode. Ja, nein, nein. Schade. Can one drop it, please? Oh. Ja, natürlich. Wo bist du denn? Ich hab schon. Yes, agreed. Ich hab dieser Olsen, ne? Und ich, wir haben so eine Never Ending Last Story. Ich weiß nicht, ich hab den jetzt schon so oft teamgetaggt, ne? Ich weiß nicht, irgendwie. Immer, ich glaube, mein Kopf pennt einfach noch. Ich bin nur so mega groggy gerade. Mehrmals angeschossen. I am throwing a grenade. Ich habe noch nicht richtig warm gespielt, ich weiß nicht. Der kommt durch Smoke. There! Correct. Die spielen auch mega aggressiv urplötzlich. Warum piekt der denn so Mitte und so? Was ist denn da jetzt genau los beim Gegnerteam? Thank you, buddy. Und vielleicht mal so geschlossen B gehen. Ups.
Das hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Ja. Die Gegner sind jetzt, ich weiß nicht, irgendwie... Sehr angenehm gerade. So, oh. Sandbags schon. Glaube ich zumindest. Da kam es zum Flash her, glaube ich. Ja, ja, da ist er. Das war ein Boah, ist mein Heller gefangen. Holy shit. Cool. Der hat eingefangen. Ich hab den mit einer AK 3 in 2 gegeben. Das ist abgesmoked. Alter. I am throwing smoke. Okay. What cool war der? Der wollte Messer, Mayo. Warum hat er dich nicht umgebracht? Mayo, Alter, heute hast du Mayo-Luck. Nicht immer. Ich erinnere mich an Arma 3, so. Banane ist er. Banane. Banana. Banana! Coming! Ui, das aber. Da ist ja das Knowledge am Droppen gewesen. Möchtest du eine. Ja, wir haben alle Geld, ne? Bonus droppen für euch. Ach. Was ist los, ey? 8 Runden auf T-Seite? Mayo, sollten wir wirklich mal Inferno gewinnen? Meine Unglückssträhne brechen? Der böse Fluch von Inferno weg? Pass auf, vielleicht dreht der Booster sich. Dann dreht sich unser Booster. Haben gekauft. Was? Banane scheint zu weit frei. Hier im Echo nochmal. Die haben einen Ecken gehabt. Aber der eine hat gerade einen Ulti gehabt. Ja. Okay, auch eine M4 gewesen sein. Eine USP. Wow, die ist ja offen. Scheiße. Push mal lang durch, Mayo. Nimm mal Bombe. Oder wer auch immer da vorne die AK hatte. Wow. Lol. This is empty. Gibt's hier rein, ja, müsst du. Ich bin so. Der könnte von Mitte kommen. 316 Oscar Party! Wow, oh, Speedway! Wie so bad! 316 Oscar! Biblio! Biblio! Bibi! Oh no! You're so bad! Ja, der hat noch 50. Wallbang! Wallbang, Mayo! Wallbang! Der kommt Speedway! Arsch! Ping, ping, Sorry. Ping! Guck mal zu. Wow! Hast du gesehen, wo die Kugel eingeschlagen ist? Ja. Wow, Mayo. Du bist richtig professionell No-Scope, habe ich das Gefühl. Ja. Der Recall und so. Ja, ich kann sagen. Ich sag mal so, ich merke genau, wie den Typen die ganze Zeit durch die Wand an aims, ne? Kannst dich nicht vor verstecken, junger Mann. Ja, das siehst du durch die Wand, ne? Na, guck mal, ich habe hier übrigens was Cooles für dich. Immer das hier, was unten auf deinen, zu deinen Füßen liegt. Oh, meine ist auch wunderschön. Was ist hier? Wow, Alter, die heißt sogar Wasted. Ja. Du hast sie sogar so benannt. Ich hab sie so benannt. Fand ich witzig. Moonlight heißt einer. Recht. Och, komm, jetzt hier. Banane ist auf jeden Fall was drin. Weil nicht steht wieder einer. Nee. Ach, einer ist wieder Kabeltrommel oben. Und unten ist auch einer. Wollen wir wirklich B gehen? Lol, du hast einen mit dem Header gekillt. Was? Ja. Die No-Scope oder was? Nein, aber Full Flash. Let's go. Komm mal, wir gehen B. Ach, lass mich nicht. Oben, Kabeltrommel. Ja, ja. Nice. Oh.
Ich weiß nicht, ob CT an ist, ich höre nichts. Ich hab CT. Könnte gerade eine Banane gewesen sein, aber ich habe keine Ahnung, ob das ein Step war von unseren. Doch, doch, eine Banane. CT, Banane meine ich. Boah, der hätte ich fast erschossen, ne? Daniel. Hat er aber der, nicht. Der von uns Spot. Ja, ich weiß, er warte ja nicht, ne? Nee, das war lange. Oh, da war ein Pfeil. Ja, ja, plus left, plus forward. So, wurde der gekickt? Ja, weil er den ganzen Kreis gelaufen ist. Nee, wow. Hat schon aufgegeben. 2-12, 3-11. Läuft bei denen. Ja, egal, weißt du, manchmal muss man einfach den Tag beginnen mit einem Spiel, wo einem auch der Sieg einfach mal geschenkt wird. Gerade erst aufgestanden, ne? Nee, der CSGO-Tag. Achso, der CSGO-Tag. Ja, ich dachte 19:42. Kann man mal aufstehen. Aber wir können eigentlich in B gehen, ne? Ne, irgendwie. Der ist rechts in der Ecke. Ich bleib nicht dran. Oh, Heller gefahren. Oh, Banane! Sorry, mein Kill. Oh, schön lang. Oh Gott, nein. Cool, ist auch schon. Reload. Cool und. Sind beide Hit. Aber nur Hit. Der Grill, Grill. Oh, Grill! Nein! Schade. Nice try. Angriff. Ich mag die Crotch-Cam, die wir gerade haben. So, dass wir direkt in seinen Schritt reingucken dürfen. Danke. Super geil. Hätte ich eine AWP rausgenommen, hätte ich wahrscheinlich einen Double-Kill gemacht. Meinst du? Ja, ne. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, warum der eine Typ mich einfach durchgezogen hat. So. Ich hab generell den. Ich glaub, die haben gehört, dass du rumgehst. Move it, move it! Ja, allein deswegen würde ich ja durchziehen. Aha. Oder nicht? Bestimmt, wenn er ein Kit gehabt hätte, er das eigentlich geschafft. Oder? Ah. Eigentlich schon. Maya ist ein schlechter Schütze. Wissen wir alle. Ja, Tech war nur Luck. Da ist aber einer gewesen, glaube ich. Ja, der ist ja. Sieht auch echt. Die Hä? Smoke! Cool ist der Smoke. What? Wow. Wie? Wer ist das gewesen? Green Tree Man. Ist der grüne Green Tree Man? Ja, schäm dich. Du hast den Pool übersehen. Banane steht einer. Übersehen? Mhm. Der ist wahrscheinlich durch die Smoke gepusht. Könnte aber auch sein, ja. Wow. Okay, dann frage ich mich aber, warum haben die Typen immer sofort die Orientierung, nachdem wir durch die Smoke pushen? Und wenn ich durch die Smoke pushe, bin ich erstmal hardcore blind, desorientiert und weiß nicht, wo die Gegner sind. Ist halt so. Jetzt sagen wir es ehrlich. Das ist wirklich so. Ich komme da so raus und dann so, die Welt baut sich erst wieder so auf. Mein Crosser ist irgendwo am Boden oder im Himmel. Also im schlimmsten Fall. Mach ich immer das hier, komm. Kann sich ja keiner mit ansehen. Bei mir hast du immer noch den normalen Skin auf dem Rücken aus irgendeinem Grund. Der Magier. Wow, hast du das neu gekauft oder was? Nein. Oh, da hinterm K. Hello, okay. Go down? Ja. Nein. Nein. Ja, der ist zurückgelaufen, ne? Einer ist Kabel. Der hat aber low AP. Der andere Kabel ist smoked. Der ist, Ruins. Oh, sorry, da bin ich. Ruins immer noch drin. Ruins, der guckt aber hinten rein. Der guckt hinten rein. Guck deine Richtung. Ja, ist gut. Sonst auch keiner hier. Lass Türmchen bauen, Mayo! Türmchen! Komm, komm, Türmchen! Mayo! Kann ihr aber ein Türmchen bauen? Ja, ne? Mhm. Nice. Ja. Ja. Ab jetzt. Erfolgreiche erste Runde so. Hälfte. Kapoland. Kapernikus. Kapoland, WTF. Hack Emo. In my honest opinion. Machen wir B mal? Ja, I go B. I go B as well.
Versuche ich mal A zu halten. Willst du aggressiv picken, Maya, oder was willst du machen? Nur einmal ganz kurz ein bisschen pre-firen. Okay. Wenn wir zurück instant. Da kommt einer. Bitte, es geht eine Menge. Durch, Maya. Wow, nice. Bombe down B. Bombe down B. What? Hä? Wo ist der hin? Der Smoke! Wirklich? Nein. Vielleicht? Du schießt immer wild rum! Ja, machen wir gerade alle. Ist weg. Magie. War der bestimmt der. Ne, der Bot ist schon. Falsche Mitfehler? Ne, den Bot hab ich. Nee, darum. Bitte. Oh Gott. Pass auf, der macht es noch. Ey, dann nicht. Ich will einen Attack, nein, ich hasse die Waffe. 5-7 for the win! Dreckig. Ja, 5-7 ist viel besser. 5-7 ist die einzige Pistole, mit der ich wirklich dauerhaft was treffen kann. 5, ja. Einfach ein Traum, die Waffe. Mhm. Ich mag Pistolen wirklich nicht. Weil ich meistens One-Klicks fange. Aber auf große Distanz wird die aber auch ziemlich unberechenbar und ziemlich undankbar. Ja. Wir finden eine Nade lang. Okay. Auf jeden Fall Frostbite. Das ist Value, Mario. Flashbang. Was bist du? Das ist einer. Alter, Falter. Oh, Mario, Rambo? Rambo! Ich hasse die Waffe, Mario. Ich hab 5 HP. Wow, die gehen wirklich überlang. Einer könnte in der Library sein. Grenade out. Ah ja, was? Das Library und der andere wahrscheinlich. Ja, Pit. What? Der ist on spot, okay. Oh, Mario. Jo. Headshot. Alter, ich krieg immer so eine schöne One-Klicks. Oh, guck mal. Wie sagt gleich Nummer 7 übrigens die gute Pistole? Warum auch immer er das sagt. Ich muss mal meine Kappa Galaxy noch in Kappa Galaxy umbenennen. Wenn ein Kumpel mal gesagt hat, muss man machen. Ich finde das witzig. Richtiger Komiker. Ja. Noch einer an selben Stelle. Der hat einen Headshot auf jeden Fall drin. Der hat noch wenig. Noch 20. Der hat 10 HP, Mario. Die haben beide Lower HP dann. Beide so um die 10 HP. Planted auf A, Mario. Okay, down. Ja, der andere 10 HP. Last one 10 HP. Roger. Das läuft sie mit Ingame-Scheiße. Oh, wow. Ne? Oh, der ist sonst was A. Der wird blenden. 10 HP? 10 HP. Gut, vielleicht, warte. 8 HP. Oder? Ja, sollte 8 HP haben. Ja, 8 HP. Der Shot. Wow, Mayo, Alter. Trigger! Wieder die Zeit des Tages, wo die Sonne wieder direkt in mein Zimmer reinscheint, sodass quasi mein einer Arm total geröstet wird und der andere super kühl und kalt ist. Das sind die Extrembedingungen, in denen ich leben muss, hier an meinem Computer schreibt der Stecker.
habe auch ein Zimmer hier. Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. Oh, wow. Fox Tunnel. Perfektes Englisch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe hier geflasht, mal. Klassiker. Du hast nicht geflasht. Nee? Okay, dann. Nee, nee. Was ist der Gegner? War nicht geflasht. Okay. Echt nicht? Ich hatte das Gefühl, dann, deine Arme waren. Gerade eben. Ich hatte das Gefühl, du hast gerade einmal deine Hände so vor den Augen. Targets acquired. Einer ist falsche Mitte. Den sollte aber der Typ kriegen. Der Addicts. Falsche Mitte ist Bombe. Ich geh spools mal. Wow. Oh mein Gott, das war ja. Einer ist. Leiche. Mitte, Leise oder Leiche? Leiche. Leiche? Ich Leiche. Leiche? Boah. Okay. Ich hab echt dreimal zu einer Leiche verstanden und dann jetzt Schleiche. Long. Lang, glaube ich, der letzte. Ja, aber sollte gewonnen sein, also. Hat dir die Pizza gesponsert, die Waffe? Geschenkt. Geschenkt? Hm? Ja, das ist ein uralt Geschenk sozusagen. Hm. Ist nicht die hübscheste, aber ist von Peter. Kannst du mir das legen? Okay. Liegt's da vorne. Go, go, go! Weil jetzt hat er sich irgendwie krass. Ganz schön frechlich, ja? Ja. So einen Pick zu holen. Laying down smoke, deploying decoy. Throwing smoke. Sorry, denied the pick. Grenade out. Ja, die haben auch eine Pistole. Flashbang. Flasher. Grenade out. Throwing flashbang. Okay, die haben einen Negative Call. Deploying flashbang. Die Treppe? Die ist jetzt. Segment. Anders auf jeden Fall Segment. Lol, hast du gesehen? Wow. Hex! Wow! Lass mir schreiben. Nein, nein, jetzt ist zu spät. Mal, hast du gesehen? Nee, ich war noch am Leben. Ich hab nur Steps gehört und dachte mir schon, dass er Fuchsbau geht. Und dann habe ich ihn da durch umgebracht. Durchs Holz. Oh shit, Mann. Let's show them who we are. Sound ESP, Sound ESP, Rust Griechen. Ja. Holy shit. Smoke. Hey Mayo, was sind die aggressiven Picks? Grenade. Grenade. Krass, dass ich die nicht treffe. Können wir Hardmode machen, Mayo? Ja, vielleicht. Ich geb einen Headshot. Gib mir einen Headshot, Mayo. Dann machst du es wieder. Kann ich Hedgehog geben. Grenade. No, no! Flashbang! No. Banane kommt auf jeden Fall was. Don't do it, Mayo! Oh, ja, oder? Kann man da drüber? Flashbang! Ja. Oh, wenn man nicht. Ja, ja die Flugbahn ist eingeschränkt. Area secure. Smoke! Ja, Smiley an die Wand geschossen. Oh, oh, B. Mhm. Ich möchte mich nicht wegbewegen, ist gerade so schön hier. One exit. Aber es ist ineffektiv, Mayo. Coming from the lobby. Lol, wer ist alleine hier gewesen? Also einer kommt auf jeden Fall Banane. Tot. Lol. Diffusen wir mal, ne? Ja, dann haben wir wahrscheinlich AFK. Danke, Mayo. Foto! Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat echt Spaß gemacht mit dem Green Tree Man. Wir haben mal keine Cheater im Gegnerteam gehabt. Ja. Du hast das Ranking gespannt.
Oh, jetzt bin ich voll drin, ey. Jetzt bin ich richtig durchgepumpt so. Deine Lebensgeschichte erzählt? Traum. Ja, genau. Die eine Runde hast du komplett ausgenutzt. Weiß ich, und ein Unranked.